Von allen Animatronics war Body der gruseligste. Ich hatte sogar Albträume von ihm. Und die anderen haben mich nie so sehr gegruselt. Dies waren die Worte von Scott Cawthon bezüglich Body, einem der originalen Animatronics. Body ist eindeutig an einen Hasen angelehnt. Und seine markante Farbe ist blau-lila-artig. Damals gab es bis zu einem gewissen Showtime-Trailer in Help Wanted noch den Glauben, dass Body ein Mädchen ist. Nun ist dies nicht wahr und hat dieser unoffizielle, trotzdem vielsagende Trailer das besprochen, außerdem wurde er öfter als er bezeichnet. Einer dieser Gründe für das Denken, dass er ein Mädchen ist, ist der Fakt, dass man so gut wie nie was von ihm hört. Und wenn man was von ihm hört, klingt das so. Viele Leute wissen nicht, was das für ein Geräusch ist, doch vielleicht sind das die schmerzhaften Schreie des Kindes, das Body innewohnt, oder eventuell durch viel Bewegen die letzte Luft, die noch in der Lunge war. Man weiß es nicht. Trotzdem ein echt grausamer Sound und einer der Gründe, warum Body wahrscheinlich so gruselig ist. Was aber nicht so gruselig sein kann, ist das Ding, an dem er inspiriert wurde. Denn wie die anderen wurde er auch an einem Chuck E. Cheese Charakter angelehnt. Und dieser Charakter ist sehr wahrscheinlich Mr. Munch. Ein weiterer lustiger Fakt ist, dass er im OG-Trailer den Gang heruntersprintet, was ja eigentlich Foxy macht und das auch in einem anderen Winkel. Nun hat Scott das damals so gemacht, da er nicht wollte, dass man schon Foxy sieht und somit wenigstens ein Geheimnis für den Release aufbewahrt. Nun gibt es natürlich außerhalb von FNAF 1 Body auch noch einige andere Body-Varianten. Und über die gehen wir jetzt einmal. Withered Body. Withered Body ist eine extrem gruselige Form, da er bereits vorher, bevor er überhaupt so zerstört war, zu gruselig für die Kinder war, wurde er weggeworfen und man hat ihn im Endeffekt verrotten lassen. Jetzt ist sein gesamter Körper voll mit Löchern. Ihm fehlt ein Arm, ihm fehlt sogar sein Gesicht und das Einzige, was man ausmachen kann, sind diese roten, glänzenden Augen und hat die ganzen Kabel. Er ist eine sehr verstörende Existenz und eines der gruseligsten Body-Designs. Besonders, wenn wir uns ihn angucken im Büro, der steht sofort und man denkt sich so, holy moly. Auch seine Ultimate Custom Night Voice Lines waren nicht ohne, auch wenn dieser Voice-Filter einfach nur schrecklich ist. FNAF 2 hat uns gefühlt 100.000 Animatronics gegeben und so die nächste Body-Variante. Ein deutlich freundlicher aussehender Animatronic ist der gute Toy Body. Er wurde dementsprechend gemacht, da der andere Body halt zu gruselig aussah und dementsprechend wurde er deutlich kindlicher, freundlicher designt. Nun ist er das nicht. Er ist im Spiel eines der größten Arschlöcher, die es gibt. Ich meine, diese Mechanik, dass er sich vor euch hockt und auf unbestimmte Zeit dort einfach existiert und jeder Spiel nicht spielen könnte, ist einfach schrecklich und sollte verboten werden. Er ist innerlich einer der verrottesten Animatronics und echt kein der Typ. Doch muss man ihm äußerlich Komplimente machen. Er ist blank, glänzt und sehr, sehr neu. Das sieht bei ihm auch an. Auch seine Gitarre sieht cool aus und diese komischen Wängschen geben ihm eine sehr kindliche Gestalt. Also ist er kein gruseliger Animatronic. Nun ja, gibt es ihn auch in gruselig. Und das wäre Shadow Body. Dieser hat er natürlich auch in FNAF 2 dementsprechend sein Debüt. Und was soll ich sagen? Er ist eine echte Seltenheit, denn ihn zu finden und spawnen zu lassen, ist so gut wie unmöglich. Was wahrscheinlich sogar gut ist, denn der gute crasht euer Game, sollte er bei euch im Office erscheinen. Nun habt ihr da die Möglichkeit, euren Laptop hoch und runter zu machen, dann ist er wahrscheinlich weg. Trotzdem ist Shadow Body eine echt gruselige Gestalt. Auch im Spiel FNAF AR Special Delivery hat er eine wirklich markante Rolle gespielt und hier kann man so ein bisschen ableiten, dass er wohl eine Agony-Kreatur ist. Nun haben wir den nächsten Animatronic in FNAF 4. Nightmare Body ist ein albtraumhaftes Wesen aus FNAF 4. Er ist eine große, imposante Gestalt und attackiert uns mit einer Brutalität und Schnelligkeit, von der man bis dato noch nichts gehört hat. Besonders unser Trommelfell ist in der Regel kein Fan von ihm, wenn er denn wieder uns mit seinem Jumpscare zerstört. Was macht ihn so gruselig? Nun ja, die Zähne, das kaputte Aussehen, die Schnurrhaare, ja, ich finde die verstörend, und generell die Aufmachung sowie sein Gameplay. Ich meine, er ist in FNAF 4. Es ist schwierig, in FNAF 4 zu sein und nicht extrem gruselig auszusehen. Trotzdem ist es ein sehr, sehr cooler Charakter und eine echt gruselige Bodyform. Nun ja, musste die auch ruiniert werden. Mit einer Jacko-Variante. Jacko-Body ist eine Form von Nightmare-Body, welcher im Endeffekt derselbe Animatronic ist, aber nun brennt er. Auch die abstruse Gestalt ist sehr stark abgeguckt und sieht halt einfach nicht mehr gruselig aus. Ich meine, Nightmare-Body ist schon grenzwertig übertrieben und wenn was übertrieben ist, dann ist es dieses Wesen. Bonbon ist Freddys rechte Hand.
und somit ein Sister Location Animatronic. Er ist demnach auch in Top-Zustand. Die Sister Location Animatronics sind alle in Peak Condition und praktisch neu. Äußerlich ist ein Farbschäber, komischerweise eher wie Toy Body, blau. Aber naja, Flash ist doch eher ihm nachempfunden. Er hängt in der Regel an Funtime Freddys Arm und wenn wir ihn abwehren wollen, dann ist er uns eine immense Hilfe, denn Funtime Freddy ist ziemlich groß und hört nur auf kleine süße blaue Dinger. Nun haben wir auch Bonnet. Eine weibliche Form von Bonbon und kein wirklich interessanter Animatronic. Mit einem Boop auf die Nase verschwindet sie in Ultimate Custom Night in der Regel und ist jetzt kein erwähnenswerter Charakter. Was aber ein erwähnenswerter Charakter ist, ist Spring Body. Den guten sieht man in der Regel leider nur in Cutscenes. Dort erscheint er immer goldgelb und halt in klassischer Hasengestalt. Er ist ein Springlock-Anzug, also ist er in der Lage, sich in einen Animatronic zu verwandeln oder getragen zu werden. Spring Body war der Anzug des legendären Mörders William Afton und wurde von ihm dazu genutzt, um Kinder wegzulocken. Also schon eine echt traumatische Gestalt. Traumatische Gestalt beschreibt den nächsten Charakter nicht gut, denn der nächste ist Rockstar Body. Er ist eine Mischung aus Classic Body und Toy Body, außerdem hat er eine Gitarre und wird benötigt, um die Rockstar Animatronic Gruppe zu vervollständigen. Leider hat er kein Gameplay in dem Spiel, doch in Ultimate Custom Night können wir ihn bewundern, wo er so einen immensen Eindruck gemacht hat, dass ich vergessen habe, wie er funktioniert. Nun hat Glamrock Body ähnlich viel Gameplay wie Rockstar Body in FNAF 6. Gar keins. Er ist aber ein gelungenes Murder-Mystery-Rätsel. Denn in dem gesamten Spiel sind wir irgendwie dem Animatronic hinterher, der diesen zerstört hat. Glamrock Body wurde nämlich durch Monty ersetzt und wir finden ihn im Ruin DLC in einem Hinterraum zerstört auf dem Boden. Neben ihm eine zerschmetterte Bowlingkugel. Er scheint ein großer Freund von Glamrock Freddy gewesen zu sein und dieser betrauert auch sein animatronisches Ableben. Nun sind wir fertig mit den Formen. Ihr dachtet, ich vergesse den legendären Into the Pit Body nicht. Er ist eine Agony-Kreatur mit extrem gefährlichen Fähigkeiten. Er kann sich nämlich in Menschen verwandeln und für andere Leute genauso aussehen wie dieser Mensch, was einfach nur lächerlich ist. Ich meine, das ist eine der overpoweredsten Fähigkeiten in ganz FNAF. Außerdem kann er Zeit reisen. Wow, durch dieses Bällebad in eine andere Dimension zu gelangen, ist ziemlich OP. Und das macht diesen Charakter mal eben zu einem der gefährlichsten Wesen in ganz FNAF. Auch im Spiel verfolgt er uns nonstop und hat einige Mechaniken. Zum einen müssen wir uns vor ihm verstecken, zum anderen müssen wir teilweise Quicktime-Events machen, um halt nicht zu verkacken. Er ist gruselig. Er sieht im Endeffekt aus wie Spring Body und hat einige animalistische Features. Erstens mit seinem Verhalten. Er schreit nämlich wie ein Tier, das auf uns zurennt, wenn er uns erwischt. Und dann natürlich noch mit seinem grausigen Atmen. Dieser Body ist wahrscheinlich die grausamste Kreatur. Nun sind wir wirklich fertig mit den Formen und kommen zu einem meiner Lieblingsteile in diesen Videos, nämlich den Theorien. Die erste Theorie ist, dass Glamrock Body nicht von Monty erlegt wurde. Nun gibt es so viele Indizien, die auf Monty sprechen, aber was ist, wenn er es nicht war? Welche ganzen Charaktere könnten ein Interesse daran haben, ihn aus dem Weg zu schaffen? Und ja, ich habe da eine dreiteilige Videoreihe gemacht, deswegen guckt euch diese Videos an. Die nächste Theorie, die wir haben, ist, dass Shadow Body, beziehungsweise die Shadow Animatronics generell einfach nur Fazbear Animatronics Mechaniker sind. Und das macht Sinn. Ich meine, in der Sister Location wurden genau zwei dahingerafft und wir haben zwei Shadow Animatronics. Das ist eine solide Theorie, aber trotzdem muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Nun ist es praktisch bewiesen, dass Shadow Body eine Agony-Kreatur ist mit Special Delivery. Also können wir davon ausgehen, dass sie einfach nur durch die Ansammlung der negativen Energien entstand. Und somit auch Shadow Freddy. Die letzte coole Theorie, die ich hier habe, ist, dass irgendwie die ganzen schlimmsten Kreaturen was mit Hasen zu tun haben. Wir haben natürlich Toy Body, das schlimmste Wesen in den Spielen, meiner Meinung nach. Dann haben wir ein William Afton, beziehungsweise ein Springtrap. Dann haben wir Shadow Body. Dann haben wir Venny, welche super lächerlich ist, aber von der Story her böse. Und sie hat, wie wir in dem Zeitungsausschnitt sehen, einige Menschen auf dem Gewissen. Und zu guter Letzt haben wir Into the Pit Body, was der schrecklichste animatronische Wesen ist, das wir haben. Die Bodies sind in der Regel tatsächlich die bösesten Wesen. Ich meine, lass uns doch mal ein paar andere angucken. Ja, Glitchtrap habe ich auch vergessen zu erwähnen, was einfach eine andere Form von Mimik ist, aber halt auch ein Hase. Nun wollen wir uns doch mal andere angucken.
Was sind denn die anderen schlimmsten Bösewichte außerhalb von Bonnie? Da hätten wir den Mimic, wir hätten Circus Baby. Eddard ist auch wieder irgendwo ein Teil Bonnie, aber ja, Circus Baby, Eddard. Und das war's. Wir haben sonst keine schlimmen, großen Bösewichte. Die sind alle irgendwie Bonnie-Form. Es ist schon ziemlich krass. Und das kann wahrscheinlich so sein, weil Scott Corton halt Bonnie am gruseligsten fand. Wo wir zum Zitat vom Anfang des Videos zurückkommen. In dem Sinne, was ist mit dem Video? Schreibt in die Kommentare, wie ihr es macht und welche Bodyform ich vergessen habe, da ich keins dieser Videos machen kann, ohne eine scheiß Bodyform zu vergessen, Mann. In dem Sinne, am Ende des Videos würde ich gerne nochmal den Leuten danken, die den Kanal abonniert haben, die geliked haben und das Video bis hier geguckt haben. Vielen Dank für euren Support und vor allem vielen Dank an die Kanalmitglieder, die sich dazu entscheiden, mithilfe eines kurzen Beitrages uns finanziell zu unterstützen. Yadmu, Tristan Nerger, Mike, Goldgaber, PG, Paw Patrol, Fox X, Rocky X, Zoomer, Matthias 2011, Bloxy Nix und Fabius. Vielen Dank für euren Support und relaxen Gamer, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!